Aus dem Auswanderungstagebuch des Matthias Dürst. 1845, 16. April. Nahm ich den Weg unter die Füße nach den Bierschen. 1. Mai. Nach beschwerlicher, entbehrungsreicher Schifffahrt endlich in Juhedieb. Wir begaben uns sogleich auf das Meerschiff. 13. Mai. Um 9 Uhr morgens stießen wir vom Lande. Wir sagten Europa ein Lebewohl. Vielleicht viele von uns auf ewig. 21. Mai, ein Mittwoch, wo sich ein Sturm einstellte, der manchem von uns den Schweiß austrieb. Wir konnten oft kein Feuer machen und für Kleine und Große nichts Warmes kochen. 28. Mai, wir hatten diesen Tag 2 Opfer zu betrauern. 29. Juni, wir fahren den Hafen von Baltimore an. 23. Juli, wir kamen am Abend in St. Louis an. 25. Juli, wir beschlossen, Paulus Grob und mich auf Erkundungsfahrt zu schicken, per Schiff, Eisenbahn und zu Pferd, um Dürst und Streif zu suchen, die vorausgereist waren, um unser Land zu kaufen. 1. August. Es ist ermüdend, durch Gebiete zu reiten, wo meilenweit keine Häuser zu sehen sind. 8. August. Endlich Begegnung mit Richter Dürst und Herrn Streif auf verheißenem Boden. 15. August. Alle, die die 4-monatige Reise überstanden hatten, sind wieder zusammen. Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte, gingen wir in die Hütten, die Streif und Dürst gebaut hatten. Wir waren am Ziel. »125 Jahre später.« »125 Jahre später, Geburtstagsparade, eine Mischung aus Amerika und Schweiz. Highschool-Bands, Joderclubs, Schönheitsköniginnen und Fahnenschwinger, eine über 2-stündige Show mit Besuchern aus naher und weiterer Umgebung und natürlich aus Alt-Glarus. Mit einer Chartermaschine der Swissair kamen sie, um das Jubiläum ihrer Kolonie mitzufeiern. Neben den ehemaligen Glarnern paradierten auch die ehemaligen Berner, Appenzeller, Norweger und Engländer mit, die seit langem echte New Glarner sind. Dies ist die Vergangenheit. Das Historical Village und der Friedhof sind nahe zusammen. Die, die hier begraben liegen, die Ott, die Zweifel, die Stüssi, die Hefti und wie sie alle hießen, sie waren Einwanderer oder Kinder und Enkel der Gründer von New Glarus. Im Historical Village sind die Häuser und die Kirche nachgebaut, die Matthias Dürst und seine 107 Begleiter bauten. Die Wirtschaftskrise der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwang sie auszuwandern. Ihre Nachkommen gedenken ihrer. All the world.
Vreneli Kneubühler, die bekannte Jodlerin, war gefeierter Gast aus der Schweiz. Ein weiterer Höhepunkt der Feier, die Hall of History, wird eingeweiht. Die Fahnen flattern im Wind, der keine Kühlung bringt. Seit Wochen hat es nicht geregnet, es ist feuchtheiß im Green Country. Die Prominenz aus Washington, Madison, Bern, Alt- und Neuglarus wartet auf ihren Auftritt. Die prominenteste Prominenz stellte sich unserer Kamera. Warren Knowles, der Gouverneur des Staates Wisconsin, ist stolz auf die Amerika-Schweizer und erinnert sich gerne an seine Schweizer Reise vor einem Jahr. I'm certainly delighted to have the opportunity to welcome all of the citizens from Glarus, the many people who were here visiting the 125th anniversary celebration of New Glarus. Certainly we're very proud of the Swiss citizens in the United States and the community of New Glarus. And I want to take this opportunity to extend my greetings to my many friends in Switzerland. It was only a year ago that I had the opportunity to visit Switzerland and visit the people of Bern and Basel and Luzern and Lausanne, Lake Geneva, Vevey and many other places. I'm looking forward to returning in the near future. Im Programm als Governor of Glarus aufgeführt, der Glarner Landammann Dr. Fritz Stucki. Er ist, und dies mit Recht, begeistert über seine Kolonie. Ich bin also von zwei Sachen positiv überrascht worden. Einmal von der Art und Weise, wie das Fest durchgeführt worden ist. Und dann auch konnte ich feststellen, wie stark die Schweizer Tradition, die Glarner Tradition, da noch verwurzelt ist. Wenn man denkt, Neuglaris hat 1500 Einwohner und hat zwei Tage lang in diesem Ausmaß ein Fest durchführen, so ist das etwas, was bei uns vielleicht nur von einer Ortschaft von 5.000 oder 10.000 Einwohnern möglich wäre. Und es wäre nur zu hoffen und zu wünschen, dass das Fleckli Schweiz weiter in Amerika könnte existieren und weiter den Schweizer Traditionen gepflegt werden. Ja, die Tradition ist da, aber sie ist dem Land angepasst. Und dies Land ist, hör und sichtbar, Amerika.
Das ist New Braris, 200 Kilometer nordwestlich von Chicago, im Staate Wisconsin gelegen, in einer hügeligen, ländlichen Gegend, die die Pioniere vor 125 Jahren ein wenig an die Heimat erinnerte. Rund 1500 Einwohner hat das Dorf. Drei davon sind in Vietnam. Aber über den Krieg, über Unruhen, über Politik wird kaum gesprochen. Schon gar nicht während dieser Feier. Die Besucher sollen New Glarus sehen und sich freuen. Freuen über alles, was New Glarus in Amerika so populär machte. Den Schweizer Käse, die Schweizer Produkte, importiert oder made in America's Little Switzerland, gezeigt und verkauft im Swiss Center. 100 Jahre sind schon vergangen, sind das Dörfli ist erwacht, mit viel Mühe und viel Verwandten, heißt der brave Schweizer Geschäft, weise Paute, weiß Benütze und Verklärung und Glückschütze. Alle Leute tut's gefallen, es wird für mich als Bestes sein. Sag mir doch, wie ist der Name? Sag mir, wie das Dörfli heißt, wo ihr Land mit zusammenhangen, teile miteinander Schweiz. Hört, wo Klirrjör Glocken klingen und am Abend Jünger singen. Schönste Dörfli in Wisconsin heißt New Glarus, USA. Heißt New Glarus, USA. Die Farmen außerhalb des Dorfes sind groß, gepflegt und vollautomatisiert. Der meiste Käse, der in den USA verkauft wird, außer dem importierten, kommt aus Wisconsin. Wir besuchten die Kubli-Farm. Ihr Besitzer, Herbert Kubli, international bekannter Schriftsteller, Literaturpreisträger, Professor an der Universität Wisconsin, hat einen einzigen Angestellten für 75 Stück Vieh und die ganze Farm. Den Traktor fährt er uns zuliebe. Was meint er? Hält sich die Schweizer Tradition auch in Zukunft? Ja, New Glarus ist schon ein Swiss-Zentrum und ich glaube, es bleibt so. Die Interesse in der Schweizer Tradition hat zwei Gründe. Einer ist eine echte Liebe für die Musik und die Geschichte und das Kochen und die Tracht. Ja, das Kochen. Das ist die Speisekarte des New Glarus Hotel. Schweizer Spezialitäten, freundlich angepriesen von liebenswürdigem Personal. Would you like a bratwurst? Would you like some Fleischburger? Would you like some good schnitzels? We have wonderful Gordon Bleu. Delicious Wiener Schnitzel. Or we have our famous Käseschnitten. We also specialize in our beef fondue bourguignon. Or our cheese fondue Neuchâtel. Immer bis so 8 Jahre zurück haben wir eine große Fabrik gehabt, Pet Mill Company. Die ist ausgezogen 8 Jahre zurück. Und ich glaube, die sort of Renaissance für die Schweizer Tradition da, viel von dem ist gut nach dem Zeit, wo die Fabrik aus New Glarus gezogen ist. Ich glaube nicht, dass die Schweizer Sprache noch lang bleibt da. Ich bin eine vierte Generation Amerikaner, aber die Kinder jetzt sind der, wo fünfte und sechste Generation Amerikaner sind. Do you speak the Swiss patois? New Glarus patois? I don't speak Swiss at all. No. You speak only English? Yeah. And the song? Well, the words I said are just written down for us and we have to learn the words. We don't know what the words mean, so. Don't know what. I leave my Switzerland, my little mountain home. I leave my heart with you, a broken heart. Also Touristik. Robby Schneider, Hotelier, Jodler, Fahnenschwinger,
liebenswürdiger Gastgeber, viel beschäftigt in Radio und Fernsehen, von der Regierung mit einem Amt betraut, etwa vergleichbar mit unseren Verkehrsdirektoren, fragten wir, wieso Schweizer Lieder auf American Way of Music? Die Konzessionen haben wir eben müssen machen hier in Neuglaris, wo die Fabrik zugegangen ist, sind wir mehr oder weniger auf die Touristenindustrie, haben wir uns da umgestellt und dann hat man die Sache auch für die Amerikaner müssen verständlich machen. Und dann hat man die Schweizer Lieder, die wir gekannt haben, umdichtet auf englische Worte und dann an den Leuten mehr oder weniger verständlich gemacht und haben auch grösseren Anklang gefunden. Und auch im Dorf, in Neuglaris da umeinander, bauen wir die Sache umbauen auf Schweizer Art mehr und mehr, sodass wir mehr und mehr Touristen bekommen und unsere Leute können hier im Städtli behalten, um für Arbeit zu finden. Wenn wir Touristenverkehr haben, die Leute die kommen, die bringen ihr Geld. Wenn sie zufrieden sind, dann kommen sie zurück und sagen es noch anderen Leuten. Und so wird die Sache gefördert für uns. Und so möchten wir sagen, dass der Touristenverkehr für Neuglaris eigentlich das Beste war, was je sein konnte und je wird sein. Geburtstagsfeier im Dorf. Robbys Yodel Club sorgt für Stimmung. Wenn die Musiker Beat oder Ähnliches spielen, tanzen nur wenige. Bei Swiss Folklore ist die Tanzfläche voll. Man mag das. Und man muss die Konzessionen, die gemacht werden, in der alten Heimat verstehen. Amerika ist nicht Glarus, schrieb Matthias Dürst in seinem Tagebuch. Er hatte recht, in jeder Beziehung. Dies gilt auch für die Tell-Spiele, die dieses Jahr zum 33. Mal aufgeführt wurden. Zweimal Englisch, einmal Deutsch. Weit über 20.000 Zuschauer kommen aus vielen Staaten der USA. Wir wollten während der Proben drehen. Aber dieses Jahr war zusätzlich noch Geburtstagsfeier. Man probte nicht mehr. Trotzdem zwei Szenen der deutschsprachigen Aufführung. Du glaubst an Menschlichkeit, es schont der Krieg, auch nicht das zarte Kindlein in der Wiege. Die Unschuld hat im Himmel einen Freund. Sieh vorwärts, Werner, nicht hinter dich. Wir Männer können tapfer fechten, sterben. Welch Schicksal aber wird das eure sein? Die letzte Wahl bleibt auch dem Schwächsten offen. Ein Sprung von dieser Brücke macht mich frei. Wer solch ein Herz an seinen Busen drückt, der kann für Herd und Hof mit Freuden fechten. Und keines Königs Herrmacht fürchtet er. Nach Uri fahre ich stehendem Fußes gleich. Dort lebt ein Gastfreund mir, Herr Walter Fürst, der über diese Zeiten denkt wie ich. Auch find ich dort den edlen Banner Herr von Attinghaus. Obwohl von hohem Stamm liebt er das Volk und ehrt die alten Sitten. Mit ihnen beiden pfleg ich Rat, wie man der Landesfeinde mutig sicher wird. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küsnacht. Hier vollend ich's. Die Gelegenheit ist günstig. Dort der Holunderstrauch verbirgt mich ihn. Von dort her kann ihn mein Pfeil erlangen. Mein Leben lang habe ich den Bogen gehandhabt. Hab oft geschossen in das Schwarze und manchen schönen Preis mir heimgeholt vom Freudenschießen. Aber heute will ich den Meisterschuss tun und mir das Beste im ganzen Umkreis des Gebirgs gewinnen. And Lord adores with the victor's rights and neath this show of lawful chastisement, he spoileth of our chartered liberty. You too are men, can wield a battle axe as well as they. Optimisten sagen noch 10 Jahre deutschsprachiger Tell. Wie es auch immer kommen mag, Neuglarus, America's Little Switzerland, dürfte eine große Touristenzukunft haben. Und mag diese Tell-Aufführung für uns auch Show sein, hier der Beginn der englischen Version, man nimmt es drüben ernst und man hat Erfolg. Neuglarus, dieser wunderschöne Fleck in Amerika, und seine Bewohner sollen ihn haben, den Erfolg und die Touristen. Beides wird nicht ausbleiben.